nachfolgende Sendung nicht beachten. Ja, hab ich schon gehört. Ich verspüre eine Brise der gewöhnlichen Naturelle. Guten Morgen, guten Mittag oder auch einen beschissenen Abend wünsche ich euch da draußen. Bitte denkt daran, am 12.12. droppt die neue Kollektion von Ola Kalar. Richtet euch also im Idealfall einen elektronischen freien Tag oder sonstiges ein, um wirklich überhaupt nichts von dieser Rotze mitzubekommen. Der ein oder andere von euch kennt eventuell Tom Schwärm. Wir haben uns heute den Lamborghini Urus gezogen. Tom Schwärm hat ein neues Format, bei dem holt er im Prinzip zufällige Passanten ab. Hi, Tagchen. Alles gut? Ja, bei dir? Also ich muss wirklich sagen, die Sophie ist eine ganz sympathische. Ich persönlich finde es sehr, sehr gut, dass der Tom sich hier an die vorgeschriebene STVO hält und jetzt keine übertriebenen Geschwindigkeiten... Diese O? Haare richten? Das erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an... Oh mein Gott! Marcel, das ist ein Mord! Oh mein Gott! Scheiß drauf, der Herr! Nachdem Sophie wirklich mit äußerster Sicherheitspriorität über die Straßen gebracht wurde, ist allerdings noch eine zweite zufällige Passantin in den Wagen eingestiegen. Wahrscheinlich beide blond und ultra geil. Hallöchen! Alles gut? Ja, alles besten. Hallo! Oh, ihr habt es gar nicht gesehen. Oh, Toss 1,33. Hallöchen! Alles gut? Ja, alles besten. Hallöchen! Ja, alles bestens. Manchmal gehen Videos einfach in eine Richtung, wo man jetzt nicht damit rechnet. Ich habe in ein paar Tagen wieder ein Shooting für OF. Und wenn du Lust hast, kannst du ja mitkommen. Kannst du so ein bisschen für Eindrücke mitnehmen. Hey, warte, ist er ein Taxifahrer oder so? Oder warum steigen Leute in sein Auto ein? Also wenn Leute in mein Auto einsteigen würden, ich würde erstmal voll die Panik schieben. Dann, hey, was machst du hier? Piss dich! Bam, Kopfnuss! Eindrücke mitnehmen, ja. Hi! Was Hallo! Ja, dann würde ich sagen, starten. Oh, gut, oh mein Gott, Hilfe! Twitch gerade so zittern nicht. Es war so knapp, kein Spaß, war so knapp. Ein Auto-Interview halt auch einfach mal. Ja, also es gibt auch Fotos von mir. Und deswegen wäre es ja auch super, wenn du uns jetzt alleine lassen würdest. Den BH habe ich irgendwo schon mal gesehen. Was kann ich denn zeigen und was jetzt nicht? Kann ich mich hier dazu setzen? Wenn es unbedingt sein muss. Was? Oh mein Gott, wenn mich jemand immer so anflüstern würde. Würde ich dem so ein... Okay. Zug fährt nach Frankfurt. Siehst du das Fenster? Wir bewegen uns mit so einer aggressiven Geschwindigkeit, dass wir das so Raum und Zeitkontinuum verlassen haben und nur noch ein Standbild im Fenster sehen. Okay, cool. Ich hab ein... Also manche würden sagen, ich wäre die beste Gesprächspartnerin, weil ich einfach gefühlt nie rede. Soll ich sagen, wenn man gedonut wird, will man nie reden. Ich habe ein persönliches Problem damit, Komplimente zu verteilen. Und deswegen habe ich mir professionelle Hilfe gesucht. Sag nicht nur, was objektiv war, sondern auch, welche Wirkung es hat. Diese vier Punkte gebe ich jetzt anhand des Privaten und des Beruflichen. Du, die Massage, die du mir gegeben hast. Muss das seufzen am Anfang mit? Du, die Massage, die du mir gegeben hast, die war... Okay, ich auch. Du wirklich bei mir warst und gespürt hast, wo welche Verspannungen waren und da etwas mehr Druck gegeben hast oder etwas lockerer und etwas entspannter warst und ja, die ganze Zeit so hingebungsvoll warst, das war wirklich schön. oder war das später eigentlich nur beim Masseur und die Masseurin so, okay? Ey, nee, wenn das jemand zu mir sagen würde, Hilfe. Ey, Roman, danke dir. Kannst auch, wenn du willst, wieder Jane. 50 Subs lieber machen. Wenn, wie du die Massage, die du mir gegeben hast, hast du wirklich gespürt, wo die Verspannungen waren? Und als du da ein bisschen mehr Druck gegeben hast, das Ganze ein bisschen entspannter war, ich muss dir wirklich sagen, das war sehr schön. Das freut mich aber sehr. Hast du das gerade als Kompliment aufgefasst? Ja. Perfekt, das war's schon. Perfekt, ich würde dir dann irgendwann nochmal eine Massage geben. Jetzt das berufliche Kompliment. Also diese Präsentation, die sie gehalten haben, wie sie die Slides designt haben. Eine tolle Metapher, eine Story für den Anfang gewählt haben und dann eine klare Strategie mitgegeben haben, das fand ich wirklich toll. Die Präsentation, die Slides, einfach alles, die Bilder, die Texte, die waren so gut formuliert. Die Bilder waren einfach nur anschaulich. Ich muss sagen, deine Präsentation, die war einfach nur so gut. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich glaube, also wenn jemand so mit mir reden würde, hätte ich das Gefühl, der würde mich verarschen. Also, die Präsentation, die du gehalten hast, die Slides designt hast, eine tolle Metapher für die Story am Anfang gewählt hast, das war wirklich toll. Ich bin begeistert.
Ich bin super verwirrt. So schaffst du es, die zu verpacken. Marc Eggers. Nee. Zeit für Veränderung. Also das Kompliment mit der Massage. Nee. Neuer Haarschnitt. Ihr könnt es sehen, auf dem Kopf ist mal wieder einiges los und ich brauche unbedingt einen neuen Haarschnitt. Ich bin sehr gespannt, für was du dich entschieden hast. Das ist das Endergebnis. Ich find's echt. Hä? Sieht doch gleich aus. Hat er nur die Seiten kürzer gemacht? Sehr gut. Marc? Verdammt doch mal, wo ist Marc? Ach so, da ist er ja. Zeit für Veränderungen, neuer Haarschnitt. Oh, da ist dein Glas wahrscheinlich leer. Da musst du dir ein neues holen. Da wird's Zeit für Veränderungen. Ja, Mama. Noch eine kleine Randanekdote, und zwar die Dame, die ihm hier die Haare geschnitten hat. Du trägst jetzt gerade ein Shirt. Wird das gleich wieder toss? Und hast... darunter nicht. Die war letztens, als wir in Köln waren, auch mit dabei. Und die hat uns sehr, sehr geil erzählt, dass sie unter anderem Schauspielerin wäre. Und da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. I don't really wanna do the work today. I don't really wanna do the work today. I don't really wanna do the work today. Cool. Dieses Drecksvideo ist jetzt endlich. Da schaut er die Schauspielkünste anders rein. Der Oscar ist sicher. Oh mein Gott. Wenn die Dame Tipps braucht, ich kann ihr natürlich welche geben. Und zwar, wie sie erfolgreich Sniper oder auch DBD-Killer ablenken kann. DBD-Killer habe ich natürlich noch nicht gemacht, aber Sniper, da, bei den Snipern, da kann ich dir auf jeden Fall gerne weiterhelfen. Vorbei. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann scheppert den Daumen jetzt im linken oberen Ohrschluss. So, liebe Leute, ich habe jetzt noch ganz kurz einen OnlyFans-Shooting. Alles klar, Senke, bis gleich. Schaut jetzt gerne auf meinem OnlyFans vorbei. Ach, komm, verpisst euch! Gibt's denn da auch manchmal Fotos, wo man den Intimbereich sieht? Die verkaufen sich halt besonders gut. Okay. Ich sag's euch gestern. Ey, der macht, weißt du, in der Zeit, wo ich sage, dass ich einen Vlog mache, macht der irgendwie 10. Okay, er sagt aber auch nicht, dass er welche macht, oder? Vielleicht ist das die Formel. Ich sollte einfach nicht mehr sagen, dass ich Vlogs mache und dann drehe ich wirklich welche. Gestern Frisur perfekt, Gesicht beschissen. Bei dem Joke hat es mich beinahe verrissen. Meine allerwunderschönsten. Am 12.12. droppen wir die nächste Ola Kalenikus-Kollektion. Aber wartet ganz kurz eine Sache. Wir verlosen jedes Teil aus der Kollektion einmal in die Community. Wenn ihr Bock habt, teilzunehmen, schreibt unter diesem Video, nachdem ihr euch den FLOG zu Ende angeguckt habt, eine richtig schöne Rückmeldung zu dem Video. Die darf ruhig auch ein bisschen fantasiereich sein. Und darunter setzt ihr dann euren Instagram-Namen als sozusagen als Autorkürzel. Und jetzt wünsche ich euch wirklich keinen Spaß bei diesem absolut beschissenen FLOG. Revi hat heute Geburtstag. Wir sind nicht eingeladen. Lass da hingehen. Immer wieder witzig, wenn unter der Maske so der ganze Bart rausguckt und du denkst, jemand hat sich so Watte unter die Maske gestopft. Eingeladen. Lass da hingehen. Marc will euch eigentlich harpelige Produkte verkaufen, aber anstatt dessen taucht er immer nur mit Alkohol auf. Das war's morgen mit Jim. Hey Revi, alles Gute zum Geburtstag, Amiibo. Komm, lass mal kurz mal rummachen, jetzt endlich mal hier. Wir werden heute zu dir nach Hause gehen, habe ich mir sagen lassen. Trag ruhig den Kasten alleine. Wir dann. Wer ist Nova? Du hast richtig meine Porten drauf, ne? Finde ich geil. Du hast gerade in die Cam reingeatmet. Ihr habt die letztes Mal schon eigentlich kennengelernt, aber ihr lernt sie jetzt nochmal aus einer neuen Perspektive kennen. Mit meinem AMG, Alter. Ich persönlich werde heute nicht so viel Alkohol trinken, Leute. Und ich meine es ernst, weil ich muss morgen noch ins Fitnessstudio mit Alexa zusammen. Und hier seht ihr... Oh shit, who's Alexa? Marc, wie er fremde Leute anpöbelt. Wait a minute, we're looking for a dancer here. Oh, jetzt wird's ab 18. Damit bin ich raus. Alexa, Alexa, Alexa. Alexa, mach ein Tornado. Ja. Ansatz ist gut, Ansatz ist gut. Schade. Alexa, danke dir, ja? Ihr wisst, in der letzten Thematik war das Thema, hier wird zu viel gesoffen auf dem Kanal, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut. Marc, entzünde den Tornado! Genau das ist Insko, bleib im Alter, Digga! Danke nochmal für die... Schau ich mal, wie Nova da steht, so cool. Genau das ist Insko, bleib im Alter! Yikes. Danke nochmal für die... Ganz schnell weg hier, ganz schnell weg hier! Endlich sind wir uns wieder, Mann! Und sie ist weg! Die Party ist gescriptet, oder? Wir werden jetzt zusammen was frühstücken gehen und ich hoffe, dass Ron dort nüchtern aufkreuzt. Ich bin zwar beim Bank. Entschuldigung, ich habe ein Alkoholproblem. Nimmst du da 45 Grad Winkel für die optimale Ausführung oder gehst du da schon eher in die Breite? Ich gehe eher so in den 46 Grad Winkel. Okay. Alexa ist gesunde Ernährung sehr, sehr wichtig. Ja, genauso wie mir. Und deswegen werden wir jetzt mal ganz kurz gucken, was in diesem Kühlschrank hier für wunderbare Anekdoten reingepackt wurde. Und schön sauber hier. Ich find's gut, dass ihr auch hier auf eure Ernährung achtet, dass ihr einfach alles immer safe abläuft.
Also wenn du da runterfährst, Digga, dann gnade dir Gott. Wie schafft er das, dass bei ihm Tornado kommt, obwohl er so übelst weit ausholt mit dem Kreis? Wie kriegt er das hin? Nee. 3, 2, 1. Weißt du, was das Krasseste ist? Jetzt danach noch den nackten Mann zu machen. Oh mein Gott. Benni! Hilfe! Ich habe selten jemanden erlebt, der so krass in der Blüte seines Lebens ist wie du. Weißt du, was die Blüte ist? Dass ich blühe. Weißt du, wieso ich blühe? Wieso? Weil die Blüte des Lebens blüht. Wir waren gestern nicht eingeladen bei Regen seinem Geburtstag. Ich hab nichts verstanden. Der Mac ist Eisautomat war so laut. Kurz mal abheben. Zack. Und wir sind auch nicht eingeladen, zu Teammates zu gehen. Ey, 2 aus 3 Malen funktioniert der nackte Mann laut der Statistik von Ted von How I Met Your Mother. Wie hoch schätzt du die Erfolgsaussicht? Ey, ich sag so, wenn eine gewisse Spannung vorher schon da war, dann vielleicht könnte es eventuell funktionieren. Aber wenn es einfach nur so richtig random ist, denke ich, zünde ich da meinen Elektroschocker. Ob ich wichse? Ja, klar, wichse. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht glauben, aber ich war gestern im Leg Day und ich gehe jetzt zum Rückentraining. Ich komme dort in diesem Fitnessstudio an und der Fitnessstudio-Mitarbeiter hat seinen Job krass ernst genommen. Sehr, sehr guter Mann. Ich würde gerne eine Tageskarte erwerben. Er sagt so, Tageskarten machen wir nicht mehr. Okay, mein Allergüster, kein Problem. Dann würde ich vielleicht sowas wie ein Probetraining oder sowas machen. Einfach, ich bin heute in Hamburg, ich habe Bock, eine Runde zu trainieren. Wenn du ein Probetraining machen würdest und du gar nicht vermittelst, würde das bedeuten, dass du ja gar nicht wirklich interessiert in einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft wärst, oder? Cool. De facto hat der Typ mich da einfach nicht trainieren lassen. Wenn es wirklich das so ist, Kim Kalisch, das wer heißt es? Nico, Spendi und Maverick kommen, wäre das okay. Ich möchte aber dich auch darum bitten, das werden wir morgen natürlich auch nochmal machen, dass du denen auch nochmal klar machst, dass morgen nicht gesoffen wird, solange die Produktion ist. Männer wie wir sind einfach wunderbar. Männer wie wir stellen. So, jetzt die Frage aller Fragen an die Leute, die Wodka trinken dürfen. Welchen Wodka findet ihr, den man aus dem Laden trinken kann, am besten? Ich sage 360, also auch absolut. Also jetzt so im Rahmen, den man so ganz normal Lidl, Kaufland, Aldi etc. kaufen kann. Ganz ehrlich, Preis-Leistungs-Verhältnis sage ich 360, also auch absolut. Nee, ist ein Gastgeschenk. Okay. Für den Leon. Keine Chance. Mama hat so einen geilen Arm. Sehr, sehr heftig. So schlacht! Was reimt sich auf Zitronensorbet? Perfekt. Und deswegen finden wir jetzt einen Tornado. Ich hab gerade auch überlegt. Sorbet. Ein OB! Gut, wir gehen weiter. Alter. Ich habe heute Namenstag. Bitte gratuliert mir nicht. Jetzt bin ich wirklich überhaupt nicht gespannt, was in den Kommentaren steht. Und gebt auf keinen Fall einen Daumen nach oben. In diesem Sinne. Ey, weißt du, was ich schon immer mal machen wollte? Ich hab's irgendwie nicht aufgefangen. Komplett lost. Komplett am Arsch. Der Ron. Schon komplett fertig, fühle ich. So einen kleinen Brunnen machen und das dann wieder auffangen. So ein bisschen, als würde man Spucke einfach nur hochspucken und dann wieder auf.